Tut mir leid, dass ich nochmal so ein Video machen muss mit der Webcam. Die Kamera, die ich von Rio geschenkt bekommen habe, die ist leer, das Akku ist gerade leer. Und die hat einmal so einen USB-Anschluss und nochmal einen Anschluss für ein extra Micro-USB-Kabel. Und über beide Kabel lädt die irgendwie nicht auf. Ich habe gerade keine Ahnung, was da los ist, aber ich kann auch nicht die ganze Zeit Videos zurückhalten und dann gar keine machen. Das ist auch blöd. Ich habe jetzt so lange schon kein Video mehr gemacht, wo ich über ein Thema rede. Und deswegen mache ich das mal hier. Es gibt einige Updates zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich werde wahrscheinlich in, ja, ich denke mal, Ende des Monats spätestens wieder umziehen. Das heißt zurückziehen, weil das Haus, in dem wir vorher lebten, ist immer noch nicht verkauft nach einem Jahr. Und das ist auch blöd, dass das die ganze Zeit leer steht und da hätte ich meine Ruhe mal, die ich hier nämlich nicht habe. Und ja, da hatte ich auch überlegt, dass ich dann weitere Leute einlade über Facebook, also Gleichgesinnte, und wir da zusammen dann halt eine WG machen können oder halt auch wieder Retreats, Fastenretreats kann ich da auch wieder veranstalten. Das wird halt auch sehr günstig sein, so 100 Euro vielleicht im Monat, einfach nur für Strom, Wasser und sowas. Das ist ein riesiges Haus mit 12 Zimmern insgesamt, sind aber noch nicht alle fertiggestellt. Aber können 4 Leute maximal, können da halt schon dauerhaft wohnen, wo dann jeder seinen Freiraum und seine Ruhe hat. Ist auch ein Wald direkt in der Nähe. Wir haben einen riesigen Garten, auch mit Obstbäumen. Direkt daneben ist ein Gartencenter, die auch Obst und Gemüse anbieten. Teilweise haben die mir das früher kostenlos gegeben, die so viel über hatten. Oder Bio-Bananen für 50 Cent das Kilo. Oder Bio-Granatäpfel 33 Cent das Stück. Das war, also die haben aber immer ganz unterschiedliche Angebote. Und ja, da könnte man sich dann irgendwie Handy-Internet beschaffen, dass man dann auch einen Internetanschluss hat. Weil eigentlich gilt das Haus als nicht bewohnt. Das wird dann wahrscheinlich so einige Monate sein und dann wird das wahrscheinlich irgendwann verkauft werden. Zwischendurch sind wir vielleicht einmal die Woche oder alle 2 Wochen in einem Besichtigungstermin, wo alles sauber sein muss, aber das war's dann. Aber da werde ich mir noch Gedanken drum machen. Erstmal gehe ich alleine dahin, damit ich auch mal vielleicht einen Monat oder so, ein paar Wochen meine Ruhe habe und meine Zeit für mich. Ja, das andere ernährungstechnisch ist, ich habe ja, habe ich glaube ich auch hier berichtet über YouTube, dass ich 7 Tage Trockenfasten gemacht hatte und jetzt habe ich nach 2 Wochen habe ich dann nochmal 7 Tage Trockenfasten gemacht, also nichts getrunken, nichts gegessen, keinen Kontakt mit Wasser, nur über Luft halt, über die Luft Wasser aufgenommen und durch eigene Körperreserven, obwohl ich im zweiten Mal eigentlich gar keine Lust mehr hatte, schon wieder Trockenfasten zu machen. Aber egal. Ja. Und jetzt sieht es so aus, dass wir auch, also während des Trockenfastens in Stuttgart, habe ich immer zwischen 3 und 4 Stunden geschlafen, außer an 2 Tagen, da habe ich länger geschlafen. An einem Tag habe ich gar keinen Schlaf gebraucht und am anderen Tag habe ich eine halbe Stunde vor mich hergedöst, also auch keinen richtigen Schlaf gebraucht. Das hatte ich ja vorher schon mal das Phänomen und jetzt in den letzten 8 Tagen habe ich für 4 Tage gar nicht geschlafen. Also ich mache da nicht irgendwie besonders bewusst irgendwas, sondern es kommt einfach automatisch, dass ich keinen Schlaf mehr brauche. Das liegt daran, dass Schlaf meiner Erfahrung zumindest nach dafür da ist, um zu reparieren. Vor allen Dingen aber den Geist zu reparieren, sich zu erholen von dieser eigentlich menschenfeindlichen Welt, wie sie noch existiert. Ich will das nicht negativ malen, also ich finde, die Welt ist eigentlich ein Paradies, aber trotzdem ist sie, also es ist das Potenzial halt, aber trotzdem, wie sie sich gerade noch zeigt, ist sie eigentlich ziemlich feindlich gegenüber der menschlichen Natur. Und davon muss man sich erholen. Und wenn man keinen Schlaf mehr braucht, dann hat man einfach nichts mehr zu erholen, weil die Dinge von außen einen nichts mehr anhaben. Die machen nicht mehr machen keine Ungleichmäßigkeit mehr in einem. Das ist einfach alles perfekt und auch alles, was negativ kommt, das berührt einen nicht mehr. Und so muss man sich dann auch nicht mehr viel erholen.
Es reicht ja, wenn ich eine halbe Stunde so im Halbschlaf vor mir herdöse oder einfach meditiere. Und das existiert ja auch in gewisser Literatur, auch in Spiele, oder auch in Computerspiele. Ich wollte gerade Spiele, Literatur sagen, das würde keinen Sinn ergeben. Ich meinte jetzt das allgemeine Wort Medien. Ja, das existiert also schon im menschlichen Geist, diese Sachen wie Lichtnahrung und dass man zum Beispiel beim Spiel The Witcher, dass der einfach meditiert statt schläft. Also in diesem ganzen Fantasy-Bereich existiert das Ganze. Und ich glaube nicht, dass das einfach halt nur Hirngespinste sind, beziehungsweise ich weiß, dass es die nicht sind, weil ich ja auch schon 7 Tage und so weiter trocken gefastet habe. Das muss halt irgendwo herkommen. Das kann nicht einfach, also es kommt aus nichts, klar. Aber es muss noch irgendeine Bedeutung haben, dass es auch öfters unabhängig von Autoren und Entwicklern auftaucht, auch frequentiert, teilweise frequentiert auftaucht. Und ich denke, dass das noch die Erinnerungen sind von der atlantischen Zeit, also bevor wir von unserem Bewusstsein her ins Mittelalter gefallen sind. Ich muss mal kurz hier ein bisschen höher machen. Aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist mir das noch zu heftig. Es geht mir alles zu schnell. Ich habe es ja auch selber bewusst induziert, dass ich das so schnell mache, um halt diese Erfahrung erstmal zu machen, um für sich selber zu wissen, dass es so ist und dass es möglich ist und so weiter. Aber um das auf Dauer, also dauerhaft umzusetzen, ist mir das zu schnell. Und deswegen esse ich momentan auch wieder gekochte Sachen, um ja dieses Energielevel runterzubringen. Das ist mir einfach zu krass, auch als ich letztens wieder Sport gemacht habe. Ich habe einfach keine Grenzen gespürt. Ich mit dem Fahrrad bin ich mit 30 km/h, Dreiviertelstunde einfach durchgefahren, obwohl ich ein ganzes Jahr lang keinen einzigen Sport gemacht habe, einfach nichts, noch nicht mal Liegestütze. Und ja, man fühlt sich einfach so unendlich und man braucht keinen Schlaf mehr und man fühlt sich unsterblich. Das ist mir einfach noch zu schnell, muss ich ehrlich zugeben. Oder ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mich jetzt wieder spontan dagegen entscheide und gehe doch wieder den Weg. Das, was sich einfach am einfachsten und besten für mich einfach anfühlt, das gehe ich halt. Und da mache ich mir halt keine Grenzen, keine Vorgaben. Vorgaben wären für mich Grenzen. Ja, ich lebe dann halt einfach so in den Tag, wie mir das gefällt in der Beziehung hin. Ja, also ich esse halt, wie gesagt, dann gekochte Speisen, um das zu, ja, um die Energie runterzufahren, weil es einfach zu krass ist, wie viel Energie man momentan hat. Es geht mir also zu schnell. Ist aber nicht so häufig. Es würde auch reichen, wenn ich mich erden würde mit Grünkohlchips und Avocado mit Salat und so weiter. Das würde auch reichen. Also die meiste Zeit nehme ich den ganzen Tag nichts zu mir, weil ich einfach nicht das Bedürfnis danach habe und dann habe ich irgendwann das Bedürfnis, mich zu erden. Und momentan bin ich einfach zu faul, um Grünkohlchips zu machen. Mal gucken, ob ich es heute schaffe. Aber ist mir auch egal. Ich werde es halt so machen, wie es mir gerade passt. Und dann, was ich jetzt neu entdeckt habe, sind Steckrüben. Steckrüben finde ich einfach extrem lecker. Die dünste ich dann einfach. Die haben ein bisschen Stärke. Aber Kartoffeln haben 16% Stärke und Steckrüben haben, glaube ich, 3 bis 4%. Und Kartoffeln finde ich vom Geschmack her nicht so geil. Schmeckt für mich nur nach Stärke. Aber Steckrüben finde ich genau richtig und ja, das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe aber auch in der Zeit jetzt schon wieder einmal Reis gegessen, zweimal Kartoffeln und einmal Buchweizen. Ja. Also ich mache mir da auch keine Grenzen. Gestern habe ich sogar, ich wollte mal aus Dinkel mal was selber machen. Ich habe dann eine Pizza gemacht, hat mir zwar nicht geschmeckt, aber ich habe sie trotzdem gegessen, das war ein ganzes Blech. Aber ich habe davon auch nichts gemerkt, irgendwie. Ich weiß nicht, also meine Eigenenergie ist momentan einfach total hoch. Und ja, dann merke ich einfach keine, die Gifte nicht so wirklich. Auch wenn ich dann also ansatzweise merke, kann ich dann trotzdem trainieren und weitermachen. Am nächsten Tag mache ich dann halt einen Einlauf, damit der Darm wieder komplett leer ist. Und ja, dann fühle ich mich eigentlich ganz gut, obwohl ich die Gifte sind trotzdem da, die affektieren auch den Körper, aber nicht so stark, wenn die Eigenenergie sehr hoch ist. Und ja, gleichzeitig, wenn ich mich noch einiger weiter reinigen würde, wäre mir das halt einfach zu schnell und deswegen habe ich halt wieder so die Bremse ein bisschen gezogen. Und so ist es eigentlich genau richtig momentan. Dann werde ich es einfach langsam weiter fließen lassen.
Ich habe halt schon den Drang, dass ich in der Rohkost bleibe. Aber jetzt erstmal, um eine Bremse zu ziehen, sage ich mal, fand ich das jetzt ganz in Ordnung. Und ja, ich merke auch nicht wirklich viel Negatives. Ich merke halt, wie die Stimme halt ein bisschen jetzt auch wieder tiefer ist durch den Schleim. Das zum Beispiel. Weil irgendwann wird die wirklich sehr, sehr hoch, die Stimme, wenn der Kehlkopf komplett schleimfrei ist. Ja. Und das dazu. Ich bestelle es auch immer eine Gemüsekiste wieder. Wir haben direkt im Nachbardorf einen Biobauern, Naturland. Und ja, da kriege ich die Steckrüben her und die finde ich halt sehr genial. Und ja, ansonsten, ich kaufe momentan halt wirklich da einmal die Woche, stelle ich halt so eine Kiste zusammen. Die kann ich dann bei denen an so einem Häuschen abholen. Da kann man auch zu jeder Uhrzeit Hokkaido-Kürbis und Kartoffeln zum Beispiel sich besorgen. Ist auch relativ günstig, zum Beispiel ein Kilo Steckrüben, 2 €. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Spitzkohl bekomme ich da, das ist wie Weißkohl, nur mild, also nicht diese Schärfe. Und ja, das ist für mich eine Mischung aus Salat und Weißkohl. Und das kann man halt auch sehr gut als Salat essen und der ist halt haltbar und im Winter verfügbar. Und der kostet pro Stück dann nur 1 €. Und das finde, nee, pro Kilo, glaube ich sogar. Und das finde ich sehr genial. Obwohl die jetzt auch noch Eichblattsalat haben, das ist sowieso eine meiner Lieblingssalate, das ist auch ein Wintersalat. 1,50 € das Stück und der schmeckt halt was nussiger und würziger, aber halt nur leicht, nicht total überwürzt oder sowas. Finde ich auch sehr lecker. Also da hole ich dann solche Sachen. Und bei quintashopping.eu hole ich die Avocados. Momentan die umgerechnet nur 80, 90 Cent pro Stück kosten und die besten Avocados ever sind. Also wenn man danach dann nochmal Bio-Avocados generell isst, schmecken die nach nichts. Das dritte ist der Biomarkt. Ist aber nicht so häufig. Die haben auch zum Beispiel Grünkohlchips, aber die sollte ich mal selber machen. Ich habe noch 1 Kilo Grünkohl da. Genau, und Nüsse und Samen und Trockenfrüchte hole ich auch bei Quinter Shopping. Zum Beispiel 1 Kilo tunesische Datteln am Zweig. Das sind die einzigen Datteln, die ich schmackhaft finde. Kosten dann nur 8 € die Packung. Und ja, Mandeln zum Beispiel 8 € für 500 Gramm. Und zur Not hole ich mir dann bei DM irgendwie Leinsamen oder Sonnenblumenkerne für 1,60 € eine halbe Packung. Also ich wollte halt so Rohkostcracker machen. Rohkost, also Grünkohlchips und so Energieriegel oder wie man es nennen kann. Irgendwie Nüsse mit Trockenfrüchte zusammen. Kann man alles drin im Biomarkt kaufen, aber der ist mir eh zu weit weg und es wäre Verpackungsverschwendung, Energieverschwendung und ja, Geldverschwendung. Lieber selber machen von dem regionalen Grünkohl, den ich hier bekomme. Also Biomarkt, Quintershopping, aus dem Nachbardorf von Bauern und kaufe ich sonst noch irgendwo ein? Ich gucke mal kurz nach. Also halt, wenn irgendwas im Angebot ist, zum Beispiel waren im Aldi Bio-Orangen für 1,50 € das Kilo, weil ich momentan wieder kein Geld habe, hole ich dann lieber solche Orangen anstatt von keinen. Oder die hatten auch zum Beispiel letztens im Penny wieder Bio-Tomaten im Angebot für 1 € die Packung. Und das ist dann halt schon dreimal so günstig. Also wenn ich halt kein Geld habe, hole ich sowas. Oder getrocknete Ananas und getrocknete Mango hatten die da. Habe ich jetzt einmal gegessen, aber interessiert mich momentan wieder nicht mehr. Ja, Äpfel bekomme ich zugeschickt von Monika. Danke nochmal dafür, weil bei ihr sind so viele alte Streuobstwiesen und so viel alte Apfelbäume halt und da liegen tonnenweise, ist nicht übertrieben, wirklich tonnenweise Äpfel und niemand will die haben. Ja, da kriege ich ja erstmal ein dickes Paket zugeschickt. Dann bin ich auch mit Äpfeln versorgt. Orangen, wie gesagt. Ja, gut. Also mich zieht's immer zu Rohkost, würde es auch immer tun. Aber ich bin halt noch im Standpunkt, ja, was heißt, das war einfach jetzt nur eine Notbremse quasi mit den gekochten Speisen. Mir schmeckt das auch überhaupt nicht, muss ich sagen.
Ich finde es halt, die Stärke, die findet mein Körper halt ganz geil, weil das halt die Rückvergiftung deutlich minimiert, wenn man halt Stärke konsumiert. Aber wenn ich, ja trotzdem, wenn ich halt so eine Kartoffel reinbeiße und dann die Stärke merke, denke ich so, boah, nee, willst du eigentlich gar nicht haben. Aber um sich halt zu bremsen und sehr, sehr stark zu erden, weil das alles noch zu krass für einen ist, auch dass ich dann wieder angefangen habe, Auras zu sehen. Also von allem wirklich, auch von Holz und weiß ich nicht. Und dieses telepathisch werden wieder. Das ist mir mit meinem jetzigen Bewusstsein einfach noch zu krass, besonders weil mein Leben noch in sehr starken Umbrüchen geschieht und noch nichts Dauerhaftes und nichts Festes sich ergeben hat. Ja, Antivirus, bla. Das bessert sich momentan, aber ich bin halt noch sehr, sehr stark in einem Chaos einfach von den Lebensumständen und da ist es mir dann einfach noch zu schnell, da fehlt dann einfach die Basis noch. Und ja, deswegen, ich habe auch keine Lust mehr, in den nächsten Monaten irgendwie zu fasten. Das wird einfach, wenn dann spontan so geschehen, ich mache ja sowieso schon mal einen Tag, wo ich halt nichts esse, nichts trinke und ja, wie sich das dann einfach entwickelt, so damit einfach mal was Dauerhaftes bestehen bleibt, was man halt verfolgen lässt. Lasse ich jetzt einfach zu, so wie es halt kommt, und gucke dann einfach mal weiter. Ich habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen, will da dann wieder was Dauerhaftes machen, weil ich es einfach immer noch sehr liebe, selbst wenn ich in dem Status bin, dass ich so rein bin und vom Bewusstsein so weit bin, dass ich gar keinen Sport mehr brauchen würde. Es gibt ja auch diese Yogis, die sich monatelang einfach unter der Erde vergraben und dann aufstehen, sich aber kurz schütteln, sind sie wieder fertig. Das könnte ich auch ab einem gewissen Level, wenn ich wollte, aber ich will es nicht. Und ja, es kann halt jeder, wenn das halt wollte, sage ich mal so. Also bin ich jetzt nichts Besonderes oder so. Wollte ich jetzt darauf hinaus? Ja, jetzt habe ich es vergessen. Schade. Ich hatte das mit den Jungs gesagt. Ach genau, Sport. Genau. Aber also als ich in diesem Zustand war und gar keinen Sport mehr brauchte, hatte ich trotzdem Lust drauf. Deswegen brauche ich das eigentlich noch nicht, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und deswegen werde ich halt auch wieder mit Sport anfangen und so weiter und mich nicht mehr, also gar nicht mehr auf Reinigung so konzentrieren. Ja, es geht einfach sowieso schnell genug und es wird einfach geschehen. Und ob ich jetzt halt unsterblich bin oder in 2, 3 Jahren unsterblich bin, das ist eigentlich auch egal. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber das Bewusstsein muss halt mitkommen, sonst schadet man sich einfach. Und ich denke, dass das, ja, man muss da halt sehr achtsam mit sich selber umgehen und das auch zulassen können. Ich habe das jetzt halt bisher immer so schnell gemacht, weil ich halt die Erfahrung machen wollte, wie es halt ist. Und ob es halt wirklich möglich ist. Und ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Und vieles geht jetzt auch von selber. Und wenn die Eigenschwingung hoch ist, kann man auch vieles tolerieren, sage ich mal. Oder zumindest mehr tolerieren als die meisten anderen. Auch wenn man es nie, also meine Meditation zum Beispiel nicht stark genug, um gekochte Speisen völlig zu eliminieren, dass sie einen nichts anhaben. Außer vielleicht gedünstetes Gemüse, das würde ich vielleicht noch schaffen. Auf Dauer. Aber ansonsten braucht man eine starke Meditation. Man kann es auch einmalig schaffen, aber dann am nächsten Tag nochmal merke ich, oh, jetzt muss ich mich wieder so krass anstrengen vom Bewusstsein her. Am nächsten Tag nochmal, beziehungsweise nach jeder überkochten Mahlzeit. Und auf Dauer ist mir das noch zu anstrengend. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon angekommen und in einem Zustand, wo mir Ernährung nicht mehr wichtig ist, weil ich einfach esse, was ich will und wie viel ich will. Und das meine ich komplett ernsthaft. Und meistens habe ich einfach nicht das Bedürfnis, irgendwas zu essen. Und da fühle ich mich halt damit am wohlsten, aber wenn, dann esse ich halt auch ein ganzes Blech Pizza. Ist mir eigentlich Wurst, auch wenn sich das für manches komisch anhört. Ich weiß es nicht. Wiederum andere können es genau nachvollziehen, was ich meine. Ich lasse es halt kommen, wie es kommt. Und ich bin halt in verschiedenen Dingen, allein durchs Trockenfasten, sowieso schon weiter als die meisten. Also ich bin halt kein Rohköstler oder sowas. Ich bezeichne mich sowieso sehr ungerne. Oder Bits, ja, wie soll ich sagen, ich will halt, nee, es hat auch nichts mit Wille zu tun, sondern es ist einfach so, dass ich in keine Schublade passe,
weil ich einfach alles bin und nichts bin. Und ich glaube, dass das die menschliche Natur ist, dass man alles zulässt und alles ist, auch das Negative oder scheinbar Negative, und dass das Negative gar nicht negativ ist. Gleichzeitig ist es das aber schon, wenn man halt noch in diesem Bewusstsein ist, in dieser Getrenntheit, in dieser Dualität, dann ist das Negative wirklich auch negativ. Da muss man damit auch eventuell aufpassen, dass man da nicht zu viel von zulässt. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Nahrung, sondern auch halt negative Personen und so weiter. Aber irgendwann ist das alles gleich im Prinzip für einen. Und ich, ja, das hat auch nichts mit Abgehobenheit zu tun. Ich denke, dass das einfach die menschliche Natur ist. Und da muss man aber halt realistisch sein, in welchem Zustand man bereits ist oder nicht. Und ich bin noch nicht in dem Zustand, wo ich komplett in der Einheit bin. Aber ich lasse es halt gerade so voranschreiten, voranfließen, wie es halt meinem Bewusstsein entspricht. Und ich bin da, denke ich mal, auch in Bezug der Reinigung schon ziemlich weit. Und ja, also eigentlich weiter als alle Rohköstler, die ich so kenne. Behaupte ich jetzt einfach mal, und für mich ist das halt sowieso nur, die Rohkost sowieso nur halt ein Mittel zum Zweck und mehr nicht. Das ist für mich jetzt kein Heiligtum oder die beste Ernährung in Anführungszeichen, sondern es hat einfach nur gewisse Auswirkungen oder gewisse Auswirkungen bleiben dadurch weg und gewisse Regulationsmechanismen, und den nutze ich halt einfach so, wie es gerade in meinem Bewusstsein zuträglich ist. Und bei Kochnahrung ist das eigentlich genau dasselbe. Und gerade ist es halt zuträglich, das als Bremse zu verwenden, weil das sonst einfach viel zu weit geht. Für mich momentan. Weil mir halt noch die Basis im Leben auch so fehlt, die halt sich gerade aufbaut. Und das ist so jetzt mein letzter Punkt, weil ich schon 22 Minuten laber. Ich habe ja dieses vegane Weihnachtsessen gemacht, was extrem gut angekommen ist. Mein Vater kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil ihm alles, was ich gekocht habe, so gut geschmeckt hat. Meine Mutter hatte auch extrem viel Spaß an dem Tag. Mein Bruder war dabei und seine Freundin, die fanden auch alles mega lecker. Da gab es dann zwei Sachen, die nicht so lecker fanden, und das waren dann genau die Sachen, die ich nicht gemacht habe, die eine Partnerin von mir da gemacht hat. Also da wird noch jemand als, ja, Professionelles sozusagen eingeladen als Hilfe. Ja, professionell. Ja, wisst ihr ja wahrscheinlich, was ich von diesem Wort halte. Ja, jetzt, aber die denken da jetzt alle, dass ich da jetzt total den auf Koch machen wollen würde. Also dass ich jetzt halt so diesen Weg einschlage und ich will jetzt unbedingt Koch lernen und das und das machen, deswegen bin ich in diesem World House da. Was denken die jetzt von World House? Aber ich mache das einfach nur nebenbei und ich habe mich da auch nie mit besonders beschäftigt. Ich mache das einfach, dann finden es alle extrem lecker. Aber das ist eigentlich schon immer so, dass ich die Dinge einfach so mache und dann kann ich die halt, wenn die mich halt ein bisschen interessieren, kann ich die halt extrem gut. Dafür muss ich keine Ausbildung gemacht haben oder irgend so ein Quatsch. Für mich ist das alles Quatsch irgendwie. Vielleicht brauchen das andere Leute, aber ich bin da halt irgendwie dann anders, keine Ahnung. Für mich ist das halt nur extrem nebenbei. Und ja, meine Fähigkeiten und Interessen liegen eigentlich woanders. Ich mag halt daran nur, dass das so sehr kreativ ist. Das mag ich daran. Und wenn ich mich jetzt wirklich extrem damit beschäftigen würde und das so mein Ding wäre, dann würde ich das vielleicht sogar so irgendwann so hinkriegen, dass die Leute ja sich fast selber aufessen würden, weil die einfach nicht mehr klarkommen, wie gut das dann schmeckt. Also so ähnlich wie von das Parfüm, dieser Grenouille, der hat solche Düfte kreiert hat, dass die Leute sich halt irgendwann selber, nee, ihn aufgefressen haben, weil er sich mit dem Duft parfümiert hat. Und ich habe das Gefühl, dass das so ähnlich werden könnte. Naja. Also, das ist halt schon so komisch, weil ich habe schon irgendwie so extremes Potenzial in verschiedenen Dingen, aber ich schaffe es halt meistens nicht umzusetzen, weil ich halt so viele Dinge will. Und ja, aber das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Es braucht halt nur seine Zeit, weil natürliche Dinge brauchen einfach seine Zeit, um zu wachsen. Und ich habe so viele Ziele und so viel würde ich gerne machen. Nur vieles braucht dann auch einfach so viel Zeit und man muss dafür dann so viel lernen, damit das auch wirklich was Ordentliches wird. Und da habe ich dann
einfach nicht die Geduld, weil ich mich dann auf eine Sache festlegen müsste und das kann ich überhaupt nicht haben. Ich brauche immer mehrere Dinge. Und deswegen gehe ich jetzt auch halt diesen Weg, dass ich halt immer mehr Bewusstsein habe und auch immer intelligenter werde, auch wenn sich das vielleicht doof anhört, damit ich einfach Dinge viel schneller erfasse noch und viel schneller lerne, damit ich die Dinge halt relativ sofortig kann, damit ich halt so viele Dinge machen kann wie möglich. Deswegen will ich auch unsterblich werden. Also vom Körper her, von der Seele her ist es man sowieso. Damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Gitarre lernen will, okay, ich hatte mir mal eine Gitarre geholt und konnte dann auch sofort zwei Lieder, die ich einfach nur vom Gehör hatte. Und nach ein paar Minuten konnte ich die. Aber ich will das so machen, dass ich auch so komplexere Dinge dann vielleicht ja nach einer Woche halt komplett gut Gitarre spielen kann oder so. Das ist halt so mein Ziel, auch mit diesem ganzen Reinigungsweg und diese Bewusstwerdung. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, in diesem World House machen wir jetzt weitere Projekte mit veganem Kochen. Ich werde dann auch für eigentlich Fleischesser, die da immer hinkommen, mal ein veganes Grillmenü machen. Das heißt, so ein bisschen finanziell geht's halt bergauf, könnte man sagen. Da habe ich dann schon ein bisschen eine Basis, wo ich dann halt was hab, was ich auf Freelancer-Basis, also die sagen einfach mal Bescheid, ja, wir brauchen dann jetzt mal ein Menü von dir, dann komme ich halt spontan vorbei und mache da eben das Menü, krieg 60, 70 € in der Hand für ein paar Stunden Arbeiten halt und fertig. Das finde ich eigentlich optimal, das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Und ja, wenn man dann jetzt noch so, aber das reicht halt bei weitem nicht, noch nicht mal um Miete zu zahlen. Aber wenn ich jetzt nur noch 100 € zahlen muss in diesem anderen Haus, reicht das auf jeden Fall. Und dann habe ich ja auch noch die, ja, und lebensmitteltechnisch wird's, da brauche ich auch nicht viel. Zur Not kann man auch Containern oder halt, falls noch Äpfel dann übrig bleiben bis dahin, oder halt günstige Angebote, Orangen für 1,50 das Kilo oder so. Und danach werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal umziehen. In der Nähe von Stuttgart. Muss ich mir aber erstmal angucken da. In eine Gemeinschaft ziehen. Eine spirituelle und vegane. Ja. Aber die Basis ist halt noch nicht da. Ich habe auch zum Beispiel noch bei der NRW Bank früher fürs sinnlose Studium 300 € Schulden. Ich habe jetzt noch bei einem anderen 86 € Schulden und habe halt momentan wieder gar nichts an Geld. Deswegen ist halt noch so eine Basis noch nicht da. Ich muss mal halt erst, ja, ent, ich muss erstmal ankommen irgendwo und dann kann ich halt wirklich weiter richtig durchstarten, sage ich mal so. Ja, auf jeden Fall gehen sehr, sehr viele Dinge voran. Ich bin extrem glücklich jeden Tag. Ich kann mir eigentlich kein besseres, ja doch, ich kann mir ein besseres Leben noch vorstellen, aber es ist schon eigentlich perfekt, muss ich sagen. Aber es kann trotzdem paradoxerweise immer noch perfekter werden. Und es wird auch immer perfekter. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mitteilen als Update. Und ja, ich hoffe, dass ich in Zukunft auch mal wieder Videos machen kann über schleimfreie Ernährung, die Auswirkungen und so weiter und so fort. Und mal gucken. Ich lasse es einfach fließen und so langsam entwickeln, wie es halt entwickelt werden soll. Weil wenn man das einfach zu sehr forciert, dann wird nichts Vernünftiges bei raus. Auch wenn man jetzt erstmal dann noch im Zustand ist, wo man nicht viel gebacken kriegt, sage ich mal, es wird dann später umso epischer werden. Und dafür habe ich auf jeden Fall die Geduld und die meisten oder viele Leute haben das nicht. Und dann versuchen die halt trotzdem irgendwie schnell Kohle zu machen oder schnell irgendwas zu entwickeln. Aber ich halte da nichts von. Und deswegen gebe ich mich damit zufrieden, wie es momentan noch ist. Weil